So, meine lieben Freunde, hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen. Ich habe das Replay bekommen. Über dunkle Kanäle ist es zu mir geflossen. Wir machen mal auf Go. Ich habe euch ja schon davon erzählt. Vielleicht hat es der ein oder andere ja auch auf dem Livestream von Dragon. Ja, jetzt gehe ich erstmal kurz auf die Indie. Der Cry hier. Schreibt mich hier an, ihr irgendwas mit Kokas hier, keine Ahnung. Ich habe keine Zeit. Ich bin immer ausgebucht. Ich kann nicht. Ich kann doch was nicht. Ich prangere mich an. Ja, wir haben hier ein wundervolles PVT. Zwei Koreaner, die in Europa leben und auch auf dem europäischen Server spielen und sich im Spiel getroffen haben. Einmal Tybreel, der hier unten halt als blauer Protoss unterwegs ist und der einzig wahre, jeder kennt ihn, jeder mag ihn, ganz netter Typ, Millennium Dragon, wohnt jetzt ja auch in Frankreich. Das ist das einzig Doofe für ihn, dass er da jetzt in Frankreich irgendwo im Millennium House hockt. Das ist natürlich schlecht mit den ganzen Franzosen und so. Und ich habe das Spiel halt aus seiner Perspektive halt nur am Stream gesehen und das war ja der Knaller. Die haben sich's richtig gegeben. Mit einem super geilen, weiß nicht, ich sag das Ende nicht. Ja, ich will ja nicht zu viel verraten, aber das Spiel war einfach der Kracher. Ich musste das Game einfach unbedingt bekommen. Ich habe dann erst Inu gefragt von AI, der ja Connections hat zu den koreanischen Spielern hier in Europa. Der war dann aber gestern AFK und dann hat er Real angeschrieben, aber der war dann auch AFK und dann habe ich Jax gefragt. Denn ESC hat ja auch einen Koreaner jetzt im Team, ESC Daisy, und der ist ja auch jetzt in Europa und der kennt natürlich auch Real. Ich hätte natürlich auch Dragon fragen können, aber Dragon schreiben Millionen Leute jeden Tag an, der liest sich das eh nicht mehr durch. Und dann, also wie bei mir, ne? Ich schreibe ja auch immer nicht zurück, weil mich ja so viele Leute anschreiben. Und dann habe ich es halt von Jax bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Jax hat halt, wie gesagt, Daisy Bescheid gesagt. Daisy hat dann Real gefragt, dann hat das Real dem Daisy geschickt. Daisy dann Jax und Jax dann zu mir. Also es ist über 1000 Umwege das Replay hier, ja, zu mir angekommen. Aber wie ich es ja immer so schön sage, StarCraft verbindet. Und somit ist das hier genau an der richtigen Stelle angekommen. Dieses wundervolle Replay, das sieht hier nach No Gas Expand aus beim guten Dragon. Hier unten könnte es auch noch eine One Gate Exe werden. Mal schauen. Auf jeden Fall unterhalten sie sich gerade beide. Ich habe was im Hals. Hilfe, Hilfe. In ihrer Muttersprache irgendwas Koreanisches. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken hier, sonst gehe ich kaputt. Trinken, lecker. Leckere Saskia Wave Heidelbeer Apfelwassergeschmack aus dem Hause Lidl. Es ist einfach unfassbar köstlich. Ja, No Gas Exe natürlich, hatte ich ja gesagt, von Dragon und hier unten auch. One Gate Expand und Type Real. Ja, er macht's richtig, denn dafür ist Dragon ja bekannt. In der Ladder habe ich das schon oft von ihm gesehen, dass er hier gegen Protoss oder auch gegen Terraner hier Barracks baut, um dann Early Pressure rauszuprügeln. Aber da hat er hier ja keine Sorgen. Braucht er sich keine Sorgen machen. Und hier Dragon. Super schnelle dritte Base hier. Vier Marines stehen hier, warten natürlich auf die Scouting Probe. Die ist aber hier am Tower am Stehen und haut auch jetzt schon wieder ab. Ja. Und was ist hier mit Real los? Wird er das hier scouten? Ja, er wird das hier scouten, diese schnelle dritte. Weiß also hier Bescheid. Aha, der Terraner nimmt sich hier eine ganz, ganz schnelle dritte. Treibt hier auch schön die Probe in den Wahnsinn, in den Tod. Zweite, dritte Barracks kommen jetzt hier auch. Also, das wird jetzt hier wohl so ein normales Follow-up. Also, normal mit drei Barracks halt, wird es auch dann gleich das Doppelgas geben. Aber er hat halt vor diesen zweite, dritte Barracks. Ja, jetzt kommt das Gas. Ist halt alles etwas verzögert jetzt, da er sich ja hier die 400 erstmal zusammensparen musste hier für dieses Command Center. Ja, da bin ich gespannt, wie Real darauf reagiert. Hat jetzt sie halt aus seiner One-Gate-Exe eine 3-Gate-Robo erstmal hier gemacht. 32, 32 im Supply aktuell, auch von Dragon, die Marines. Gehen hier mal um die Map und gucken sich hier mal alles an. Checken mal, ob hier vielleicht auch schon die dritte steht von Real. Ja, die gibt es hier momentan erstmal noch nicht. Alles ist jetzt noch ganz gechillt, alles ganz, ganz ruhig. Aber ich kann euch sagen, das wird sich bald ändern hier auf der Karte. Hier wird es richtig heiß hergehen. War Prisma jetzt hier im Bau. Vom guten Real.
zwei Sentries. Hier drüben kommen die Marines. Ja, da hat er halt erstmal nicht viel gegen. Er hat hier ein Prisma, hat hier zwei, drei Sentries. Verliert hier erstmal ein paar Worker. Das ist ja hier richtig stark. Schöne Forcefields, die Marines hier einsperren. Jetzt hätte er, wenn er ein paar Stalker hätte. Ja, die kommen jetzt erst. Ah, das untere Forcefield doch ein bisschen schräg. Sodass die Marines doch noch wegkommen. Ein Stalker hier am Start. Da macht er ja schon mal richtig Alarm hier, der gute Drag mit seinen 4, 5 Marines, die hier ankommen. Eine Sentry ist hier schon down. Micro läuft. Die zweite Sentry. Ah, die kriegt er nicht mehr. Aber dennoch für den Anfang recht beachtlich. Trotzdem, dachte der Terraner wäre jetzt hier höher. Schlechter aber weggekommen. Im Units Lost Counter. Hier drüben gibt es erstmal den Bunker natürlich. Jetzt laufen ja auch langsam mal gleich die ersten Upgrades an. Double eBay. Jetzt gibt es hier noch ein Tech Lab. Und dann geht das hier gleich los. Und Dragon, der Fuchs, bringt hier die Echse weg. Ja? Stellt die jetzt hier unten hin. Auf der anderen Seite kommt das Prisma mit den Sentry Stalker Bersenmix hier an. Geflogen. Wird er jetzt sich erstmal revanchieren. Und so langsam geht hier die Action los. Da kommt das Force Field. Die Marines gucken nur blöd aus der Wäsche, kommen nicht rein. Hier auch nochmal ein Force Field, um das Ganze hier zu blocken. Jetzt geht sie rein mit 4 Sentries. Ein Bersi prügelt hier rum. Die Stalker sind noch mit dabei. Jetzt kriegt hier Dragon mal richtig einen ins Gesicht. Hier unten jetzt nochmal die Probe von Real. Hat hier nicht gesehen, dass da jetzt hier das Command Center steht. Hier von Dragon. Während halt hier vorne noch die Party abgeht. So langsam kommen die Marines hier rein. Weitere Warpins finden statt. Von Real, der sich jetzt hier erstmal wieder zurückzieht, lässt noch 3 Bersen hier am Start und die schnetzeln nochmal einiges weg, aber die Marine Marauder übermacht. Kann das Ganze hier nochmal halten. Real mit 46 zu 53 Supply und das natürlich jetzt hier super Fail, dass er das nicht sieht. Zurück in die Schatten. Das ist so unfassbar knapp hier. Zweiter Versuch jetzt nochmal von Real, das Warp-Prisma strömt wieder und warpt die nächsten Units rein. Dragon steht wieder unten, wieder das Force Field. Jetzt geht sie auf alles und Dragon muss hier wieder seine Worker mit dazu holen. Einzelne Marauder kommen hier raus, noch keinerlei Upgrades hier. Stim ist das erste, noch kein Gorgas im Shell. Aber jetzt kann er hier von unten noch ein bisschen hochschießen. 52 zu 60, mittlerweile hier unten die ersten Mults gezündet, SCVs gebaut an dieser dritten Base. Und wie wichtig diese noch sein wird für Dragon, das werden wir jetzt gleich noch im weiteren Spielverlauf sehen. Was macht eigentlich jetzt hier der gute Real? Ja, der holt sich hier den Koloss-Tech, hat jetzt hier vorne nochmal ein paar Worker. Erst die Immortal sind am Start. Hier vorne der Pylon wird abgerissen, aber hier vorne kommt auch wieder das Prisma rein. Also jetzt geht hier richtig der Punk ab. Wir gucken nochmal auf die APMs. 110, 107, also die beiden drücken hier ganz ordentlich auf ihre Knöpfchen. Ja, Upgrades, wie gesagt, laufen jetzt hier. Dragon musste sich hier mal einen Supply-Drop gönnen. Baut hier oben jetzt auch 2 Depots auf einmal. Starport jetzt hier ziemlich, ziemlich spät. Aber er war ja hier auch ganz gut unter Dampf. Nochmal ein Supply-Drop, den er sich hier gönnt. Ah, das Prisma will es nochmal versuchen. Genauso wie auch Dragon jetzt hier vorne mal rangeht. Und der Immortal rammt hier dem Marauder tierische Keulen in die Fresse und fällt sofort tot um. Guckt euch das an. Kommt hier angesprintet, das machen wir auch mal auf Zeitlupe. Da kommt der Marauder hier, pass auf, gleich kommt sein Stim. Aber er stimmt sogar alles. Und jetzt kommt er hochgeschlotzt und... Boom, Junge! Nein, komplett Schrottgeld. Ja, in die Leichenhalle geschossen hier gleich mal der Marauder. Der war natürlich hier arm dran, ja. Stürmt hier hoch, boah, kaputt. Schönes Ding. Hier vorne nochmal ein Bersi abgerissen und jetzt kommt hier drüben auch wieder das Prisma ins Spiel. Haut hier nochmal seine Sentries raus. Hier gibt es nochmal einen Force, aber die sind halt instant tot. Ja, gar nichts zu machen. Die zwei Stalker kommen hier nochmal weg. Im Fernsehen habe ich übrigens gerade hier Formel 1. Ja. Geht ja gleich los. Sonntag ist ja heute. Sonntag, der 27.05. 13 Uhr. Diese Marines hier wollen es nochmal wissen. Gehen nochmal rein. Ja, hier, nochmal ein Stim. Ja, aber da ist ein Koloss und der freut sich natürlich für angestimmte Marines. Hat er eine gute Heilung hier, die heißt Lötstrahl und zack, sind die Kollegen hier alle ratzi-fatzi-Schrott. Und von Dragon jetzt hier mittlerweile schon das vierte Command Center ready. Ja. Während halt hier Real immer noch Two-Base ist. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber hat hier eine recht beachtliche Armee mit 2 Kolossen. Range ist gleich durch. Immortal, Stalker, Sentry, Bersen, alles was er braucht. Hier drüben halt so ein paar Marines, da auch nochmal ein paar ohne Schild aktuell noch. Das dauert noch ein bisschen.
1-0 Upgrades immerhin, ein Medivac, keine Vikings, hier drüben jetzt nochmal einen zweiten Starport, jetzt aber hier die ersten Vikings schon im Bounty unten, das Ding läuft und läuft. Und davon weiß Real halt gar nichts, ja. Der rechnet halt damit, dass das hier noch irgendwie steht. Da hat er es ja vorhin gesehen, jetzt ist es weg. Und jetzt kommt hier Real, 100 Supply gegen 110. Ha, Marauder jetzt hier mit am Start. Bunker wird nochmal gebaut. Combat Shields sind mittlerweile durch. Mit dem Prisma hier vorne gleich nochmal reingewarpte Units von Real. 110 zu 120. Da muss hier auch Dragon jetzt schon mit den SCVs mitarbeiten. Und da kommen auch die ersten Vikings. Nette Force Fields sperren hier mal ein paar Units aus. Ah, das Command Center hier wird er wohl auch noch bekommen. Hier vorne wird geliftet. Dragon kommt hier mit dem Stim, mit allem, was er hat. Real jetzt hier im Supply vorne. Die Kolosse werden da hinten gemacht. Und da kommt nochmal Bersen mit dazu. Die Vikings ballern hier ohne Gnade auf die Kolosse. Reicht das hier? Die Marauder ohne Medivac-Heilung. Zwei Immortal, die Stalker. Ein Koloss kommt von hinten. Dragon hier auf 60 Supply. Real bei 7. Vikings werden gelandet und auch wieder gestartet. Was war da los? Habe ich nicht verguckt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stirbt hier das Prisma. Drill drückt hier Dragon jetzt in seine Base. Ein Command Center hier gestorben. Eine Menge SCVs sind schon Schrott. Aber diese kleine Hidden Base hier, die läuft und läuft. So, nächster Koloss geht hier down. Zwei Immortal, die Vikings wieder am Boden. Stalker noch mit dabei. Reißt hier nochmal so ein bisschen Infrastruktur ab. Das Gas wird gekillt. Medivac wird hier nochmal gekillt. Bei SCVs und Depots. Und da kommt nochmal ein Stim mit den Vikings. Geht jetzt hier rein. Terra Power, Stim und Bomb hier von Dragon 60 zu 70. Nochmal zwei Stalker von hinten. Keine Medivacs. Wer kommt hier siegreich aus dem Fight hier? I'm tough as a nail and I'm great in fights hier. Die Vikings auch noch mit dabei. Und Dragon hält das Ding von Real. Ja, krasse, krasse Action. Wir gucken mal auf den Worker Kill Count. 66 von Real abgerissen. Aber er hat ein Orbital, zwei Orbital und sein kleines Sneaky Hidden Orbital. Ja. Und auch hier vorne soll nochmal eine Base gebaut werden von Dragon. Aber die wird jetzt hier gleich mal gescoutet von Real. Der jetzt hier vorne nochmal reinforced mit Bersen. Immer noch 0-0 alles hier. Ja, das bricht Greg hier ab. Hat mittlerweile aber das Command Center hier drüben also neu gebaut. Der hat ja eins hier vorne verloren. Gas wird auch neu geholt. 78, 78. Marine Marauder, Medivacs wieder mit dabei. Real findet auch endlich das hier mit dem Bersen. Aber sofort hier Emergency Rettung der SCVs und der Mules hat er jetzt erstmal wieder alles hochgeholt. Und auf der anderen Seite guckt Dragon nochmal rein. Hä? Hat der Real noch keine dritte Base hier? Wird er sich gleich denken? Nö. Hat er noch nicht. Ah, ein Stim ohne Medivac hier. Da müssen noch die Marine Marauder abhauen gegen so ein paar Stalker. Ah, wieder der Pylon hier neu gebaut. Jetzt geht's hier aufs Command Center. Auch das Gas hat schon mal bessere Tage gesehen. Auch hier ein Versi am Bügeln mit dem SCV. Das geht nicht down hier. Medivac hilft noch, hilft noch. Ja, Long Distance Mining mit den Mules, das macht natürlich Sinn. Kriegst du es noch? Nein. Jetzt hier die T's mit dabei. Die T's noch mit im Spiel jetzt hier von Real, der weiterhin hier Two-Base bleibt. Und auch hier wird vorgerückt mit dem Stalker. Gateway Mix hier ist, also Gateway Mix halt, ne? Hier, Zealot, Sentry, Stalker. DT hier am Schnetzeln. Hier drüben war auch noch einer. Und jetzt geht's hier wieder drauf. Nächster Pilot stirbt. Auch das Ding hier unten, was er gerade nochmal neu gesetzt hat hier. Abgerissen. Mittlerweile die 20. Minute hier am Laufen. Und wer gewinnt das Ding? Wer gewinnt dieses Spiel? Das Command Center jetzt hier mittlerweile mal geliftet von Dragon. Weiterhin Real 2 Base. Oh, kriegt er das Ding hier noch abgerissen mit dem Sargtempler? Nö. Ja, fast fertig gebautes Command Center. 4 Sekunden fehlen noch. Aber nur 80 Hitpoints. Ja, und Dragon. Hier nochmal ein paar Barracks gebaut. Gerade mal ein bisschen Supply blockt. SCVs stehen hier so ein bisschen eher chillig rum. Könnten mal hier ein bisschen, ne? Aber was für ein krankes Spiel hier. Er bleibt hier die ganze Zeit 2-Base und Dragon wehrt sich. Dragon wehrt sich.
wie ein Wilder. Hier vorne das Ding brennt. Jetzt wird es hier auch noch Turrets geben, natürlich gegen die TIs. Hier steht das Command Center, was vorher hier unten stand. Das Gas mittlerweile abgerissen. So, weitere DTs reingewarpt, aber die werden hier zum Archon. Weiterhin hier auch nur 0-0er Upgrades. Während es halt hier beim Dragon das schon das 2-0er hier in der Mache ist. Ich meine, nach 20 Minuten 2-0 ist natürlich auch nicht sonderlich gut. Aber immerhin besser als das, was hier Real anbietet, nämlich das 0-0. Ja, und jetzt kommt er hier zurück, rennt hier in die Armee rein. Von Real Force Fields kommt. Aber er liftet hier den Grab über die Force Fields hinweg. Verliert zwar ein bisschen was dabei, kommt aber dennoch gut dabei weg. Ja, nochmal ein DT hier mit dabei. Die Force Fields hier halbieren hier nochmal so ein bisschen die Armee von Dragon. Ein DT schnetzelt sich hier auch nochmal durch. Die Weite ist oben, aber in der Luft natürlich nutzlos. Und kann das hier Real nochmal abreißen. Abreißen das Supply von Dragon. Es sieht fast so aus. Die Hälfte hier unten geht down. Und das bisschen hier oben, naja, drei Marauder, ein Marine, ein SCV, ist jetzt auch nicht so gerade die stärkste Truppe, aber da kommt Reinforcement von hinten. Aber jetzt kommt hier wieder Real, 100 zu 85 Supply, Only Stalker hier mit ein, zwei Sentries, treibt er hier wieder in die Ecke, der Archon geht down, holt hier mit ihrem riesen Löt, weiß ich nicht, wie soll ich es gerade nennen, hier diese Raspel hier, diese Abraspel, ach, scheiß doch drauf, auf jeden Fall geht alles Schrott hier von Dragon, Stim und Wurm hilft mir nicht. Stimmt sich nochmal weg hier, 60 zu 90 im Supply, Dragon hier am Arsch. Aber kommt er dann nochmal? Kommt er dann nochmal gut bei weg? Wir wissen es nicht. Hier hinten kommen weitere Stalker von Real an. Kriegt er jetzt nochmal das Command Center hinter und meine Güte, was für ein Spiel. Real jetzt hier auch endlich mal mit dem dritten Nexus. Die Mainbase hier mittlerweile ja so gut wie leer. Da ist nichts mehr und auch hier die Natural, da ist auch schon nichts mehr viel zu holen. Ja, endlich mal hier dritte Base. Und Dragon jetzt auch mehr oder weniger, naja, anderthalb Base. 80 zu 100 jetzt hier im Supply. Marine Marauder 1-0 gleich, 2-0, 2-1. Und auf der Seite von Real gibt es jetzt hier wieder Kolosse. Der aber hier nach wie vor auf 0-0-0er Upgrades. Quasi keine vorhanden. Mittlerweile läuft ja auch Long Distance Mining hier auf die dritte Base, bis die fertig ist. 24. Minute läuft und ein total zerfahrenes Spiel. 100 zu 114 Supply. Jetzt das Dreier-Upgrade hier auch schon in der Mache für Dragon. Und da werden wir dann auch gleich vielleicht noch wieder sehen, wie wichtig Upgrades sind. Der ist hier die ganze Zeit unter Feuer. Real pusht und pusht und pusht. Wir gucken mal, Units lost. Relativ ausgeglichen. Der Terran ein bisschen mehr verloren. 18 zu 16. Income aktuell 45 zu 37. Trotzdem mit den Mules ist hier, wie wir sehen, Dragon gleich auf mit dem Protoss. Und Dragon scoutet jetzt auch hier mit der Factory. Oh, da ist ja endlich mal eine dritte Base für den Protoss. Auch hier mit dem Hellion. Wollte er mal reinfahren, so hat er ja hier vorne gelandet gehabt, die Factory. Baue ich mal einen Hellion, fahre ich mal einfach rein. Aber da ist nichts. Müsstest du mal hier hinfahren mit deinem Gerät. So, und jetzt kommt hier Real wieder mit zwei Kolossen. Range hat er ja durch. Immerhin. Ja, und auch Dragon wollte eigentlich jetzt mal rauspushen. Hat sich gedacht, alles klar, ich habe jetzt hier eine coole Armee, habe hier starke Upgrades. 3-2 läuft. Nochmal ein paar DTs hier mit dabei. Warp in Pylon steht. Auch hier unten ist, denke ich, noch einer. Ja. Und wer macht jetzt hier das Rennen? Diese fette Armee hier. Gateway Mix, Immortal, ja, Archon oder halt hier Marine Marauder mit starken Upgrades im Vergleich zum Gegner. 126, 142. Army Supply 90, 90. Also beide auf gleichem Army Supply hier. Aktuell hier aber keine Vikings mehr. Die sind gerade erst wieder hier im Bau. Bei Dragon. Wer gewinnt das Ding? Was meint ihr? Wer kommt hier besser bei weg? Dragon macht die Depots runter. Dragon wird auch gleich wieder den SCVs, denke ich, mit dazu nehmen. Ah, ein, zwei zärtliche Force Fields. Die Archäologen hauen hier schon mal die ersten Keulen raus. Dragon auf, ja, dem Rückzug. Die Force Fields hier wieder überall. Die Truppen so ein bisschen. Muss eigentlich mein Mauszeiger hin. Ach, da ist er. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Dragon hier wieder im Supply hinten. Da geht's jetzt drauf mit den SCVs. Mit den Vikings, guckt es euch an, was die gestimmten 2-1er-Units hier aus dem Protoss-Ball machen. Dragon hier. Dragon reißt dem Protoss hier wieder die sämtliche Scheiße ab und Real ist jetzt hier hinten im Supply. Was ist da nur los? Was ist da bitte nur los? Guckt euch das nochmal an. Nochmal zurückgespult hier. Nochmal zurückgespult.
Das reicht. So, guckt euch das hier an. 124 zu 90, ja? Oder 98. Knapp 30 Supply vorne. 10 Supply mehr Army. Die Force Fields hier haben hier überall immer so kleine Truppen separiert, sodass er das ganz gut einzeln abreißen konnte. 30 Supply knapp vorn. Und wir lassen nochmal laufen. Dragon kommt jetzt hier raus mit den Vikings, mit den Marines, mit den Marauders, mit den SVs vorne als VG. Die löten sich da durch. Und der Protoss-Ball wird hier einfach nur zernichtet, abgerissen. Unfassbar, wie Dragon hier nochmal rauskommt aus dem Spiel. Nochmal ein paar DTs. Ah, zwei Stück kommen durch. Zwei werden abgebrochen. Der Pylon hier wird auch down gehen. Der Mercy geht down. Krasser, krasser Scheiß. Auch der Pylon wird sterben. Die DTs schnetzeln ihn nochmal. Ah, Scan. Boah, der Turret hier erstmal down. Er rennt hier noch in den Scan rein. So, jetzt hier Gegner vielleicht von Dragon. Mars Viking, Mars Marauder hier 3-1, gleich 3-2. Die Upgrades machen hier den Unterschied. Ah, hier vorne nochmal ein DT mit dabei. Von Dragon abgewehrt. 70-80 jetzt im Supply. Hier drüben nochmal ein kleiner Ball von Real. Aber kann das nochmal reichen für ihn? Reicht das für Dragon oder macht es Real? Ich würde eher sagen, aufgrund der starken Upgrades. Ja, da kommt es nochmal an Stim. Die Vikings gelandet. Alles One-Shot mehr oder weniger. GG. Real hat das Spiel verlassen. Ja. Und Dragon dann nach dem Spiel so in der Kamera so, oh, Success. Der war komplett fertig nach dem Game. Wir gucken nochmal Worker Kill Count. 110 zu 23. 110 SCVs hat er vernichtet, der Real. Ja, aber sein Fehler meiner Meinung nach, gucken wir mal Units Lost Tab, auch das jetzt gegen Ende hin natürlich harter Umschlag in Richtung Protoss, der dann da hinten ist. Ja, was hat er falsch gemacht? Naja gut, falsch gemacht will ich jetzt so nicht sagen, aber was hätte er besser machen können? Sagen wir es so. Er hat ja erstmal ganz am Anfang sehr schnell gescoutet, dass hier Dragon die dritte hat. Die hätte er erstmal unterbinden müssen eigentlich. Die ist dann zwar hier weggeflogen und hat dann hier unten ganz entspannt gelutscht hier. Guckt mal an, fast leer gesaugt hier das Mineral Field hier. Und da hätte er auf jeden Fall mal eher schneller was gegen machen können und müssen. Dann zweitens, seine dritte Base kam viel zu spät. Und drittens, null Upgrades. 0-0-0 gegen 3-2. Kein Charge, kein Blink, keine Upgrades, kein gar nichts. Bis auf das Range Upgrade für die Kolossi hat er gar nichts geupgradet. Und das war auch nochmal so ein wichtiges Ding. Aber dennoch war das ein super geiles Spiel. Vor allem war es halt unheimlich spannend, das Ganze aus Dragons Perspektive zu sehen. Denn der war ja alle 2-3 Minuten hier in einem dicken Angriff ausgesetzt. Hat immer 30-40 SCVs dabei verloren. Hat dann aber trotzdem, aufgrund eben, dass er hier diese Upgrades hatte und eben sehr, sehr lange diese Hidden Base am Laufen hatte, die eigentlich gar nicht hidden war. Denn Real wusste es ja eigentlich, dass die da ist. Aber trotzdem, super, super cooles Spiel. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, da auf dem Stream bei Dragon zuzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Jetzt geht's auf jeden Fall gleich erstmal ins Rennen. Monaco Grand Prix und der Go4C2 um 14 Uhr am Start. Hab noch 20 Minuten Zeit, muss mir meine Hose und ein T-Shirt anziehen. Jetzt sitze ich nämlich noch nackt hier vor der Karamme. Ja, hochladen werde ich das Ding heute Nacht, denke ich. Also werdet ihr das, denke ich mal, dann morgen, übermorgen auf YouTube zu sehen bekommen. Beziehungsweise, wenn ihr es jetzt guckt, dann seht ihr es natürlich jetzt. Ist ja ganz klar. Aber ich muss ja jetzt erstmal den Go4SC2 casten. Deswegen keine Zeit für Rendering. Also Leute, kloppt euch rein. MrPink.tv, MrPinkSC2 auf Facebook. Kloppt euch rein, abonnieren, kommentieren, ein liken und so weiter. Nächste Woche Samstag am 2.6. Community Cup. Community Cup, das heißt, Bronze darf mitspielen, Silber darf mitspielen, Gold darf mitspielen, Platin darf mitspielen, Diamond darf mitspielen, One-on-One. Cup, 20 Euro für den ersten. Keine Master, keine Grandmaster, wieder ein schöner, kleiner, netter, schnuckeliger Community Cup für euch. Von euch, für euch sozusagen, denn das Geld kommt ja auch aus der Community, das Preisgeld. Vielen, vielen Dank dafür, wurde von euch wieder gespendet.
Und dann machen wir dann nächsten Samstag wieder einen schicken Cup von. Ich hoffe, ihr meldet euch an. Den Anmeldelink, beziehungsweise ja, den Anmeldelink zur Turnierseite werde ich hier in die Videobeschreibung noch mit reinhauen. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu!